So, YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Geotastic. Wir sind ganz gut unterwegs, haben bisher einige Punkte gelandet, aber wir brauchen mehr Punkte. Und wir gucken mal, wo wir jetzt landen. Nach Antwerpen führt es uns in Runde 3 nach Mexiko? Nein. Oh, das wird eine gute Runde. Niederlande. Ja, das ist easy. Das finden wir doch heraus. Du Jange Zentra St. F. Kennedy. Okay. Park Le Lenkeschlei, Bettemburg. Bettemburg sagt mir nichts. Ganz ehrlich, Niederlande sieht aus wie ein sauberes Deutschland, wie es sein hätte können. Ich frage mich sowieso, wie es die Niederlande geschafft haben, alle Straßen, alle Gehwege in einem Top-Zustand zu haben und wir nicht. Ich meine, klar, nicht? Das Farbe abblättert, okay. Aber es sieht immer aus wie geleckt, wenn man Bilder von denen sieht. Schumacher, Boucherie. Vielleicht ist aber Frankreich. Dann lehne ich mich weit aus dem Fenster. Luxemburg. Oh ja, Luxemburg ist auch immer stark. Luxemburg und Niederlande, nicht wahr? Aber Belgien im Gegensatz zu den beiden sieht halt aus wie hingerotzt. Also, ich weiß nicht, was in Belgien schiefgelaufen ist. Anscheinend dasselbe wie bei uns. Ich meine, wobei die Straße hier jetzt auch nicht super aussieht, nicht? Aber in den Niederlanden hätte es das nicht gegeben. Park Jean Origer. Ja, ich meine, so groß sind Luxemburg nicht. Bettemburg, sehen wir das vielleicht sogar? Aber mit dem Rad kommen wir nach Bettemburg. Gar nicht, doch. Gar nicht, doch. Gar nicht, doch. Jetzt hör doch mal auf, gar nicht, doch. Mann, ganz schön widerspenstig. Soll mal aufhören damit. Gibt's ja gar nicht. Bettemburg, da. Okay. Das heißt, irgendwo in der Ecke hier sind wir. Vielleicht in Düdelingen. Oder Esch an der Atzel. Warum auch nicht Esch an der Atzel? Könnte doch auch schön sein. Wo wohnen Sie? Esch an der Atzel. Aber es ist schön hier, muss man mal sagen. So, nicht so ein Park gegenüber, wenn du hier wohnst. Sonntag, den 13.09.2009. Okay, die Bilder sind ja Asbach uralt. Oder ihr habt es vergessen. Von wann sind die Bilder? Steht nicht da. Also entweder haben sie das Transparent seit 2009 vergessen oder die Bilder wurden nochmal überarbeitet und dann erst online genommen. Vielleicht gab es auch rechts Probleme, dass die das auch nicht online nehmen durften. Oh, da haben wir was. Also nach Kreuziberg. Die 160. Und die 160. Zentreville, Riedigen. 160. Düdlingen sind wir. Okay. In Düdlingen. Und wir fahren auf den Kreisverkehr zu. Hier ist ein Kreisverkehr. Der liegt südlich. Das heißt, wir dürften jetzt in der Rue de la Forêt sein. Was auch Sinn macht, weil da ein Wald ist.
Santo Bertus. Hä, sag mal, schon wieder Santo Bertus? Kann doch gar nicht sein. Rüde Santo Bertus. Rüde bla bla de Santubert. Okay, Santubert. Hier sind wir. Und auf welche Höhe starten wir? Hier sind keine Straßennamen direkt dran. Wir sind auf die aufgefahren. Blablabla, Kennedy war das. Irgendein Straßennamen, von dem ich rückrechnen kann hier. Warum haben die zum Beispiel keine Straßennamenmarkierung? Zipper. Pierre Dupont, da. Pierre Dupont. Pierre Dupont, da. So sind wir irgendwo hier drin. Und wir kamen von hier, also müssten wir hier drin stehen. Der Schumann. Irgendwas. Da ist doch der Name. Theodor Thiel. Ich hoffe, die gibt's nur einmal. Und die geht nach Osten weg. Und wir stehen nördlich von ihr. Südlich von ihr. Bango Bongo. 2,90 Meter. Sehr gute Runde. Auch Belgien besiegt. Auf in die nächste Runde. Und jetzt komm mal. Indonesien, wir brauchen was Längeres. Das könnte... Das könnte Uruguay sein. Aber ich sehe Palmen. Was könnte Panama sein? Ist halt so flach. Gucken wir mal ein bisschen rum. Auf Mülleimern steht oft was drauf. Vielleicht können wir am Mülleimer irgendwas erkennen. Gucken mal. Mülleimer. Nee, ich komme nicht so ran, dass ich es lesen könnte. Hat ein bisschen was von so einem, wenn man beim Argentinier war früher, nicht? Oder ja, irgendwie so. Mit diesen alten Reifen von Kutschen. Ja, ah, guck mal, das sieht doch echt süß gemacht aus. Ich meine, zwar kleiner Steingarten, aber hier mit den alten Maschinen zu einer Bank umgearbeitet. Schon irgendwie gemütlich. Belgien besiegt, das war doch Luxemburg. Ja, deswegen haben wir auch Belgien besiegt. Mit den Luxemburgern zusammen. Ihr müsst auch mal hinter die Fassade gucken. Was war denn da gerade für ein Vieh? Okay. Einfach mal ein fettes Raketenauto. Was wollen die denn damit machen? Das sieht aus wie so eine Gottesanbeterin, die dich gleich aufrisst. Ja gut, aber wenn man sich hier über die Felder nicht anders fortbewegen kann, aber schnell weg. Hallo Giraffenzebra. Hast du was dagegen, wenn ich hier ein bisschen rumlurke? Aber sowas von. Du musst natürlich hochaktiv sein, sonst bin ich böse und sauer. Natürlich darfst du rumlurken, jederzeit. Artensanales. Welcome, welcome. Ich hoffe, alles fein. Nachdem wir heute im Stich gelassen wurden. Jämmerlich und bitterlich. Nur weil jemand einen Off-Day haben will. Pff, sowas nennt sich Streamer. Zivende. Okay, aber hier sind wir draußen. Jetzt haben wir gleich eine super Schild. Das ist gut. Ismael Cortinas. Okay. Kann ich wenig mit anfangen. Ismael Cortinas, sagt mir so gar nichts. Aber vielleicht kommt hier ja gleich die nächste Nein, ich will gerade ausfahren. Ich will da nicht auf dieses Feld. Nein, gib mir Straße. Nicht Feld. Gib mir Straße. Gib mir meine Straße zurück. Du weißt nicht, was Felder sind.
Nö, sehr gut. Ah, Kacke. Warum? Muss ich jetzt hier über die Felder juckeln? Kann ich diese blaue Maschine zurückhaben von eben? Dann kann ich wenigstens damit über die Felder jagen. Wow, jetzt sind wir genau da, wo wir gestartet haben, nicht wahr? Ach, leck mich. Wirklich, back to start. Wir sind nach da, dann gehen wir jetzt nach Westen. Warum ist das schon wieder so eine Stadt, aus der man nicht rauskommt? Von wann sind denn die Bilder? Oder erstmal, wo ist die Sonne? Im Norden. Das heißt, wir sind im Süden. Okay, aber das war ja schon klar. Die Bilder sind von 2017. Das heißt, das kann nicht Panama sein. Weil Panama ist erst ganz neu drin. Die haben die Bilder erst gemacht. Gut, die können die Bilder natürlich früher gemacht haben und dann erst freigegeben haben. Villa Maria. Maria, Maria. Aber das hier ist Uruguay, nicht? Gut, aber das ist Domrep vielleicht. Okay. Muss aber älter sein. Sehr viele alte Gebäude auf jeden Fall. Auch so historisch alte Gebäude. Über die... Ich wollte hier den Checkpoint setzen. Über die Straße kommen wir doch hoffentlich irgendwo hin. Das ist doch eine Autobahn. Komm jetzt aber. Neuseeland? Naja, da wir keinen Linksverkehr haben, würde ich das mal ganz stark ausschließen. Gut. Wenn man es jetzt ernst nimmt, hätten wir gerade Linksverkehr, aber ich glaube, wir sind auf einer separaten Straße gelandet. Wir auf die andere rüber. Lass mich rüber. Lass mich doch rüber. Ich glaube, da drüben ist er einfach nicht lang gefahren. Das hier ist auf jeden Fall sehr markant. Zwei große Straßen nebeneinander. Isla Conviantas. Ja, ja. San Micael. So, de San Jose. Okay, wir wissen, wir sind im Department de San Jose. Dann gucken wir mal. Gibt's eine Stadt, die San Jose heißt? Also, eine größere. Es wird wahrscheinlich 30 geben, die San Jose heißen. Zum Beispiel San Jose de Mayo. Wie heißt denn das Municipidad dazu? De San Jose, also sind wir hier. Und unsere Stadt heißt... Ismael Cortinas. Ismael Cortinas. Es gibt hier nicht so viele. Ich meine, es gibt hier fast gar keine und der Landkreis ist nicht so groß. Und unsere Stadt ist ja doch schon ein bisschen größer. Ismael Cortinas. Da sind wir. Und wunderbar, die Stadt ist nicht eingezeichnet in Google Maps. Ja, Leco Mio. Schön. Wow. Hier ist noch ein Ismael Cortinas. Hä? Okay, da haben wir aber Glück. Das hier scheint ein Fehler zu sein und die richtige Stadt ist dann hier unten. Das passt auch eher. Und hier ist auch die doppelte Straße und dann starten wir irgendwo hier. Und das ist der Feldweg, über den wir eben gejuckelt sind. Über den man wieder lustigerweise dann nur zur Stadt kommt. Durch den Delay merkst du es erst Minuten später. Ja, das ist ungünstig. Gut, warte mal. Nach Norden kommen wir direkt an eine Kante.
Was passiert, wenn ich nach Süden fahre? Dann müsste ich doch auf diese große Straße kommen. Okay. Also wir sind auf jeden Fall auf der Straße. Aber ich kann jetzt natürlich die Höhe nicht sagen direkt. Wir können auf jeden Fall nach Norden. Das heißt, wir fahren mal eine nach hier. Da könnten wir immer noch nach Norden, nicht? Oh. Oh, oh. Oh, der ist böse. Der will, der geht auf Kehle. Der ist, eieieiei. Harter Gegner. Nein, richtig süß. So, wir kommen schon mal zwei nach Norden. Wir kommen sogar drei nach Norden. Also sind wir hier. Wir kommen auch vier nach Norden. Und dann ist vorbei. Und da ist die Ecke. Das heißt, wir sind hier. Können wir das irgendwie bestätigen? Ismael Cortinas Cosmiasira. Das sieht doch aus. Das ist doch eindeutig Kommissaria, oder? Sie, so stelle ich sie mir richtig vor. Und die hat immer ein leckeres Essen auf dem Topf stehen. Und da hat man richtig Appetit und dann gibt es einen Schlag und man muss nicht mal was dafür bezahlen. Das ist so richtig. Ich dachte, man sieht das Ding hier vielleicht. Until. Aber wenn wir zwei, müsste eine schräg weggehen. Okay. Gucken wir mal. Ich habe bisher keine Straße gesehen, die rechts reingeht. Die hier. Okay. Würde passen. Poliklinika. Ja. Und da geht zur Klinik dann rein. Das passt sehr, sehr gut. Ich gehe jetzt nochmal bis zum nächsten. Da kommt noch ein Weg, der ist nicht eingezeichnet. Aber hier geht die Schräge weg und damit würde ich sagen, stehen wir da, wo wir da stehen. Und wir stehen ein bisschen nördlicher. Also hier, Bango Bongo, 2,32 Meter. Und damit ist Uruguay besiegt. Ich müsste so ein Verbrennen wie bei Bonanza früher einspielen, wo die Karte so wegbrennt. Auf zur Runde 4. 5. Boah, wir sind ja richtig schnell. Oh, Hall. Okay, schon wieder Südamerika. Na, obwohl, könnte auch Philippinen sein. Noch bin ich nicht so sicher. Die Sonne ist im Süden. Ich würde sagen, die Sonne ist im Süden irgendwo hier. Deswegen sind wir im Norden. Kann das hier hinten durchaus hinkommen? In welche Richtung fahren wir? Nach Süden. Wäre gut, wenn das ein bisschen eine längere Runde wäre. Aber dann hätten wir heute echt mal ein schönes Ding erwischt, nicht? Die letzten Male war ja so bodenlos mit Bangladesch, Indien, irgendwas. Cano de la Colorada? Oder ist es nochmal Südamerika? Das sieht aber nicht so. Sieht schon eher. Ich muss unbedingt mal die Straßenschilder lernen. Es könnte Argentinien. Ich wollte gerade sagen, könnte Argentinien sein, aber ich glaube, das muss schon Asien sein. Oder bauen die da auch sowas? Naja, gut. Mal mit den Motorrädern.
RNO35B. Hm. Philippinen haben nämlich auch relativ viel Spanisch. Und ich weiß gar nicht warum. Waren die mal Spanisch besetzt? Und du wolltest bei Domrep am Anfang des Spiels schon abbrechen. Ja, weil es keinen Spaß gemacht hat, da rumzugurken. Aber wir ziehen es ja immer durch, nicht wahr? Und wenn es 8 Stunden dauert. Wir fahren über die Reisfelder, bis wir es finden in... Egal wo, Bangladesch, Malaysia, Indonesien, kann uns gar nichts. Nur ich muss sagen, im Winter bin ich geduldiger als im Sommer. Wenn es so warm ist, dann habe ich nicht so die Ruhe, stundenlang noch rumzufahren und zu gucken. Will ich denn irgendwann irgendwie fertig werden? Ja, heute ist er auf jeden Fall stark mit im Zurücksetzen. Und im schlecht vorankommen. Alles erinnert mich an Worker and Resources. Obwohl ich mir schon stutzig mache. Diese LKW, links Rinder, aber dann immer wieder die Palmen. Oh, Panama. Aber Panama wäre im Norden. Obwohl, Panama wäre im Norden. Weil ich weiß nicht, ob Rinder für Philippinen bekannt wären. Und Palmen auf Land gibt es meistens nur in Panama. Und das wirkt halt sehr südamerikanisch mit asiatischem Flair, warum auch immer der asiatische Flair irgendwie bei der ganzen Vegetation mitschwingt, nicht? Ich meine, das ist Bambus, oder? Aber die Rinder, na gut. Also von der Infrastruktur wirkt es doch sehr, sehr clean, oder? Ist es in Leipzig warm heute? Super warm. Es ist die ganze Woche schon. Wobei ich sagen muss, es ist nicht so heiß wie die Sommer vor Jahren, wo man halt wirklich eine 2-3 Tage fast 40 Grad hatte. Da konnte man kaum aushalten. Heutzutage geht das ja dann doch mal eher, weil die Nacht auch ein bisschen kühler ist. Das ist, finde ich, sehr, sehr gut, die Entwicklung. Was ich nicht gut finde, ich kann kaum rausgehen, weil es immer draußen regnet. Wie viele IRL-Streams haben wir heute dieses Jahr draußen gehabt? 3? Außer die mit dem Rad, die zähle ich mal extra. Ja, danke dafür. Immer wenn man rausgehen will, Gewitter, Gewitter, Gewitter. Und dann gehe ich nicht für eine Stunde raus zwischen 2 Gewittern. Das ist mir zu risikobehaftet. Das ist schon ein bisschen nervig. Könnte es auch Afrika sein? Nee, Palmen in Afrika. Höchsten im mittleren Osten. Und dann wäre es nicht so grün. Also würde mich schon wundern. Und Rinder in Afrika... Und die Straßen generell sehen eher südamerikanisch aus. Vielleicht auch Guatemala doch? Was ist das für eine Mannschaft? Hm, kann ich nicht erkennen. Gut, aber oft sind die Fans von England, Italien und sowas. Ah, da steht mal was. Entrada y Salidas de Camiones. Ja, ich. Auch wenn Philippinen Spanisch hat. Panama. Ja, würde ich Panama sagen. Seht ihr? Bestätigt. Also normalerweise, früher war es so, du hast eine Palme gesehen, du bist auf jeden Fall auf einer Insel. Jetzt ist Panama dieses Jahr oder letztes Jahr dazugekommen, dann weißt du, ah, viele Palmen auf Land. Dann muss es was wie eine Insel sein, aber bei der Verteilung muss es Festland sein. Also, ich finde, man merkt direkt, ob man auf einer Insel oder auf dem Festland startet.
So, jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wo. Dazwischendurch legen wir manchmal auch den Transwarp ein. Aber die Rinder waren dann eigentlich das Ausschlaggebende, Philippinen auszuschließen, nicht wahr? Und die gute Straßenqualität vielleicht. Warum gibt es Palmen nur auf Inseln? Also zumindest, klar, wenn du irgendwo an der Strandregion landest, kann es auch Palmen geben, nicht? Aber meistens waren Palmen immer nur auf Inseln, warum auch immer. Klar hast du auch in L.A. Palmen, nicht? Aber die meisten sind ja nicht so wie hier. Okay, das sind Bananenstauden oder sowas. Aber hier wachsen die ja teilweise natürlich wie Bäume. Einfach so am Wegesrand. Und das hast du eigentlich nicht irgendwo woanders. Oft ist man denn in Guam, Pictou-Inseln, nördliche Marianen, Weihnachtsinseln, ja, Puerto Rico, Hawaii. Gut, Hawaii ist, glaube ich, aber gar nicht drin. Ich war noch nie in Hawaii hier. Doch, einmal waren wir in Hawaii und da waren wir auf einer kleinen abgelegenen Insel bei einer Universität oder sowas. Da war eine Universitätsfeier. Aber ich glaube, das war Timeguesser, nicht Geotastic. Ja. Vereda la Reserva. Okay, die Veranda ist reserviert. Das mit den Palmen ist auch eher so eine Gefühlssache, nicht? Also der gesamte Eindruck vermittelt dir halt schon irgendwie was. Deswegen bin ich, glaube ich, auch erst am Anfang auf Philippinen gegangen, wegen Inseln. Und, na gut, inzwischen war ich schon 4 oder 5 Mal in Panama. Es kommt relativ häufig, muss man sagen. Ja, aber die ganzen Rinder sind halt ungewöhnlich für einen asiatischen Raum. Hab da, glaube ich, noch nie so viele gesehen. Manchmal in Thailand so ein paar und in Indien einzelne Kühe, aber die sind eine andere Rasse, wenn man so möchte. Also die sehen anders aus, die Rinder, die da rumstehen. Die sind auch abgemagert meistens. Die hier sind ja doch sehr gut im Saft. Ich meine, die haben auch genug zu essen. Man guckt ja an, wie schön hoch das Gras steht. Also aber Hinweise gibt es hier wenig, nicht? Die Straßen sind einfach unendlich lang. Das Beste wäre, wenn wir hier in so einer Polizeistation jetzt irgendwo anlanden würden. Ja, das hatte ich schon mal. Da waren wir in St. Isabel oder sowas. Oder wie das hier heißt. Da waren wir irgendwo hier oben drin an der Endstraße. Irgendwo hier muss eine Straße am Dings vorbeiführen, am Wasser. Ich weiß nicht mehr wo. Oder war es hier? Nee, das war schon innen drin irgendwo. Ja, irgendwo hier sind wir mal rumgegurkt. Irgendwo ist hier eine Straße. Ich sehe sie nur nicht mehr. Ich meine, hier gibt es ja auch Städte. Wo sind die Straßen hin? Merkwürdig. Und da war eine Polizei, da konnten wir denn, da steht dran, denn Panama, Municipidad, bla bla bla, Stadt blub blub blub, Abschnitt blibli, Kilometer so und so, das war eigentlich recht hilfreich. Ich wundere mich immer noch, warum noch keine einzige Straße von Panama nach Kolumbien gebaut wurde. Dadurch gibt es keine Verbindung über Land von Nord nach Südamerika. Vielleicht irgendwie amerikanisch-chinesische Interessen. Oder Kommunismus gegen westliche Sachen. Wer weiß das schon.
Oder die Länder haben Angst, sich gegenseitig vor Invasionen zu schützen oder sowas. Weil sie denken, der andere würde sie überfallen. Das ist ja heutzutage alles noch. Ja, keine Ahnung, was die sich alle denken. Prost! Brumm, bumm, 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 bumm. Okay, aber ich weiß nicht, ob in diese Richtung jetzt noch sehr viel kommen wird. Ich komme hier auch schlecht voran. 12 Minuten hier schon. Ich meine, guck dir mal hier das mit Belize an. Da hast du auch ein Land mit keiner gültigen Grenze, weil beide irgendwie sich nicht gegenseitig anerkennen und sowas. Wir bauen Tunnel über Ozeane oder lange Brücken über Meerengen, aber es gibt keine Straße von Nord nach Südamerika. Ja, das ist ja halt geopolitisch, nicht geologisch oder geografisch. Es gibt auch demnächst wahrscheinlich keine Straße mehr von Nord nach Südamerika. Nord nach Südamerika. Nord nach Südkorea. Also wie die sich gerade verhalten, werden die wahrscheinlich alles einreißen eher, anstatt sich mit den nochmal zusammenzusetzen und die Straßen aus Sicherheitsgründen abreißen oder so. Die eine, die es gibt, glaube ich, oder zwei Grenzpunkte gibt es nicht. Menschen halt. Alles menschengemacht. Einfach dumm. Erst dichter Regenwald und sowas auch noch. Darling Gap. Ah, den könnte man ja abfackeln. Natur ist kein Hindernis. Und hallo, Lars Kiwi. Ah, ein großer Fluss. Sehr schön, sehr schön. Der vom West nach Ost fließt in Panama. Okay. Das könnte hier sein. Aber hier führen keine Straßen vorbei. Könnte hier sein. Aber der fließt nach Nord-Süd. Könnte aber auch nur sowas hier sein. Aber er ist ein bisschen zu dünn. Ja, sowas hier. Rio Gulaca. Stand das da vielleicht dran, welcher Fluss das war? Habe ich das übersehen? Aber die bauen hier nicht. Dann fehlen immer die Schilder. Das nervt. Vielleicht auf der anderen Seite, wenn wir Glück haben. Naja, das Schild ist, glaube ich, gerade alles weg. Und warum haben die hier so krasse Militärpräsenz? Gurea de la Fare. Okay. Salidas. Alles klar. Wir hauen lieber ab. Bergiges Terrain, Wasserläufe, Sunkelgebiete, deswegen viele Brücken, Wildnis durch den Urwald, Gurea-Gruppen. Wobei mit einer seit 2016 Frieden ist. Ja, hoffentlich mit der da vorne. Sonst kommt das Google-Auto nicht mehr viel weiter. Ich glaube, das größere Problem sind halt wirklich so militärische Bedenken, sich da durchzuziehen, weil wahrscheinlich dann militärisch die Gurea-Truppen da sich verschanzt haben. Estación de Burquillo.
Übrigens, wisst ihr, was rauskommt? Ihr werdet es nicht glauben. Ich habe es heute erfahren und ich muss sagen, entweder gutes Marketing oder schlechtes Marketing, und das kommt dieses Jahr noch raus, Planet Coaster 2. Ich habe nicht mehr dran gedacht, dass es das überhaupt geben könnte. Ich fand Planet Coaster 1 eigentlich sehr gut. Habe ich sehr viel gespielt, aber irgendwann so die Lust, dieses Detailbauen, das war mir dann zu detailliert. Auch die ganzen Geschäfte, man musste immer Geschäfte bauen und dann haben die immer nicht so hingepasst. Das war nicht so fluffig wie bei Rollercoaster Tycoon, aber Teil 2 könnte was werden, sogar direkt mit Wasserparks mit dabei. Da bin ich mal gespannt, aber ist halt wieder wahrscheinlich fragwürdiges Modell dahinter, vielleicht mit kaufen DLC, vielleicht irgendwelche Season Passes, mal abwarten, was die sich ausdenken. Heutzutage ist man ja davon nichts gefeit. Im besten Fall haben sie nichts. Ah, Godojohn. Okay, aber hier, das ist doch schon ein bisschen was größer. AS Tanko. Kasona. FARC abgekürzt. Ah, kann sogar gewesen sein, weiß ich jetzt nicht. Das war geblurrt halb. Aber irgendwas mit F stand, glaube ich, drauf. Witcher 3 für 3 Euro zuzulegen. Aber Witcher 3 ist das nicht... Also würde man das überhaupt noch spielen? Ich muss sagen, ich bin jemand, ich hole mir gar nichts in diesen Sales, weil ich habe das, was ich spielen will und bin damit genug beschäftigt. Und wenn ich was haben will, dann hole ich es mir halt. Ich finde diese Sales, ich kaufe mir 30 Sachen und spiele davon nie irgendeins. Immer sehr, sehr fragwürdig, ob das so einen Sinn hat. Dodge. Die LKW brauchen wir für Work and Resources. Full Star. Oh, die haben Bananen. Wollt ihr eine Banane? Ihr kriegt eine Banane. Wollt ihr zwei Bananen? Ihr kriegt zwei Bananen. Wollt ihr drei Bananen? Die gibt's nicht. Die könnt ihr euch dann später kaufen. No. Bananentruck, nicht? Verrückt. Ah, Witcher 3, ich muss sagen, ich habe Witcher 3 auf der Konsole gespielt und mir war damals die ganze Steuerung viel zu hackelig. Das hat mir so richtig den Spaß genommen. Nationale de Plancedeon. Okay, dann gucken wir mal, wo Plancedeon liegt. Herrera, ach, hier ist auch Herrera. Ah, okay, ist so ein Standardname. Plancedeon, Los Santos. Ah. Darien, vielleicht ist das aber auch ein kleineres Ding. Wunan. Panama, Yala. Darien, Plancedeon. Koleon, Kolon, Provinz, Kockel. Hier haben wir noch mehrere. Verguas. Hier haben wir noch drei. Chiruki, Nöbelbögle. Toro. Ah, das war's. Okay, das ist also was Kleineres hier. Departamento Nationale Planeacon. Vielleicht gibt's irgendwo eine Stadt, die Planeacon heißt. Und die gibt der Ecke denn den Namen. Spontan sehe ich sie auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass sie so klein ist, dass sie nicht auftauchen würde, wenn sie einer Region den Namen geben kann. Ich meine, dann ist es ja eine Regionhauptstadt.
Department de. Das kann alles sein. Wir sind in Kolumbien hier jetzt. Also, jetzt mal ohne Scheiß. Wir waren auf jeden Fall in Panama. Und da steht Republik de la Colombia. Wie ihr sagt, es gibt keine Straße hier rüber. Oh. Interessant. Okay, ich speichere mir das mal ab. Wir gehen mal in die andere Richtung vom Start. Ich glaube, es hat keinen Sinn, in die Richtung weiterzufahren. Hast du eine geheime Straße entdeckt? Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war hier alles Republik de Panama auf der Straße. Und dann kamen die Gurea-Truppen und dann steht Kolumbien dran. Das verwundert mich jetzt doch etwas mehr. Es hat auch mit dem Militär ausgesehen wie ein Grenzübergang, nicht? Aber das kann ja nicht sein. Und warum sollte Kolumbien in Panama was bauen lassen? Andererseits, warum sollte Panama was in Kolumbien bauen lassen? Die Frage ist, sind die Schilder offizielle Schilder? Fabrica de las Setos del Llano. Ah. Oder sind das einfach nur Schilder von Firmen, die im Auftrag der Länder agieren? Anno 2008. Ich würde gerne mal von Panama nach Kolumbien wandern und dabei überleben. Ja gut, aber du kannst auch einfach auf jedem anderen Dschungelgebiet wandern und hoffen, da zu überleben, wo vielleicht nicht so gefährlich ist. Wobei Südamerika, weiß ich nicht, da würde ich dir höchstens Chile oder Argentinien empfehlen. Aber ich hatte eh zu viel Angst. Also ich habe schon zu viel Angst, in meine eigene Stadt rauszugehen. Da werde ich kaum den Teufel tun, irgendwo anders hinfahren, wo es noch gefährlicher sein könnte. Wobei es einfach ist, nicht, wenn ich als Grundsatz nehme, einfach in einem Land mit weniger Kriminalitätsrate als Deutschland zu reisen, dann habe ich auf jeden Fall eine große Auswahl. Arukua. Ich meine, das ist das Beste, was wir bisher gefunden haben. Saravena. Aber ohne die Ecke zu wissen. Wer ist denn die Region hier? Choco Antiqua. Ach ja, stimmt. Cordoba. Ja. Also die beiden Schilder haben mich einfach auf jeden Fall total verwirrt. Das heißt, wir brauchen doch mehr Hinweise. Da ist auch noch was von Ecuador, oder? Oder? Naja, könnte auch Kolumbien sein. Kolumbien. Aber warum standen da zwei offizielle Panama-Schilder in Kolumbien?
Caseta Panama. Sag mal. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Wir sind doch hier in einem Paralleluniversum, in einem Glitch. Sind Panama und Kolumbien verfeindet? Keine Ahnung. Aber vielleicht mit ihren komischen Truppen, die da im Urwald hocken. Finca Animalis. Ah. Ah, da haben wir wieder ein Schild. Contra de Urba, bla bla bla, Carmen, Guyana, bla bla, San Jos, Santa, Santander, Cuano, Las Palmas, Aracuita, Arucua. Okay, Aracuita wäre dann ja wirklich doch hier. Oder? Das war doch hier Aracuita. Nee, Antiqua. Also dann würde ich jetzt auch eher Kolumbien wieder sagen. Aber warum überall Panama auftaucht, macht mich... Oder das ist eine panamesische Gemeinde in Kolumbien, die ausgewandert ist dahin, in die Ecke. Panamerika? Nee, es stand ja offizielles Flagge von Panama auf einem dieser Schilder. Hier baut Panama, bla bla bla. Das ist halt... Gut, aber selbst dann wüsste ich nicht, wo ich in Kolumbien bin. Wobei die Straße sich nicht kolumbianisch anfühlt. Und auch so mit dem Palm. Ich meine, in Panama müssten wir dann eher hier sein, wo flach ist, nicht? Und in Kolumbien hier irgendwo wahrscheinlich. Oder vielleicht hier an der Küste. Vielleicht gibt es irgendeine Insel, die von beiden in Beschlag genommen wird oder so. Oder irgendein Punkt, wo man von Panama mit einer Fähre ankommt. Ha. Wie sind die ohne Straßenverbindung rübergekommen? Flugzeuge? Heißluftballon? Boote? Katapulte? Luftballons? Gelaufen? Fahrrad? Panzer? Das Problem ist, wir sind anscheinend wirklich in so einer toten Ecke im Dschungel, wo nur zwei Dörfer sind und eine Straße hin und her führt. Und das in der letzten Runde. Oh Mann. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir hatten so einen guten Run, aber die letzte Runde versaut es uns wieder. Hätte ich meine ersten eine Stunde gemacht, hätten wir jetzt noch 15 Minuten. Das Problem ist, die Straße ist auch nicht geil zum Fahren hier. Und zum Vorankommen. Also eine Autobahnauffahrt oder irgendwas wäre halt
Zumindest auf eine größere Schnellstraße, wo mal dran steht, welche Städte kommen, in wie viel Kilometern. Das würde schon reichen. Was mich echt wundert, sind diese Hütten, die die halt hier haben, nicht? Dass die wirklich nur so Reetdachhäuschen haben. Oh, das ist bei Hitze ermüdend. Nächsten 30 Grad und das wird noch heißer. Schalt den Beat nie wieder leiser. Fahr ich gerade eigentlich in die falsche Richtung? Mir kommt so vor, bei dieses gelbe Taxi, was wir da eben gesehen hatten. Mir kommt so vor, als ob wir da schon waren. Hat mich vielleicht gedreht und ich hab's nicht mitbekommen. Wenn wir gleich bei den beiden Männern da ankommen hinter der Kurve, dann sind wir wieder zurückgefahren. Oh, hier gibt's auch so eine richtige. Einfach nur eine gerade Straße, links und rechts Bäume, nicht? Ich verstehe schon, warum es oft Unfälle gibt auf solchen Straßen. Man weiß nicht, wie schnell man fährt. Es ist irgendwie auch sehr entspannt, nicht? Und dann, huch, ist man für so eine Sekunde weg und hängt am nächsten Baum. Na. Dachte schon, hier stehen die beiden Männer. Er ist auf jeden Fall ein stattlicher Bulle, nicht wahr? Aber er hat irgendwie kein Kinn. Direkt zusammengeschrumpft. Ah, ist halt wirklich eine Ass-Startsituation. Na, hilft nur eins, mehr trinken. Prost. Irgendein Hinweis auf die genauere Ecke, sodass man suchen könnte. Die drei Ortsnamen hätten wir ja dann. Sodass man es ein bisschen eingrenzen kann. Und ich denke so von den Straßen her, wenn es da nicht so viele Straßen gibt, nach links und rechts, dann wird es relativ eindeutig sein, das zu finden. Aber erstmal wissen, wo. Ich bin natürlich jetzt vorgeprägt und denke, es ist zur Grenze zu Panama, aber es kann natürlich ganz woanders sein. Haben wir wieder so eine Scheißstelle. Ich hätte gern echt so ein Autoplay-Feature. Einfach drücken und fahren lassen. Und erst wenn man was Wichtiges sieht, dann weitermachen. Und eine KI, die die Zwischenbilder berechnet. Sodass man eine schöne, smoothe Fahrt hat. Ohne dieses Gezerre. Gibt es Regionen in Kolumbien, die Panama heißt? Ja, würde ich nicht ausschließen. Oder Panamerika, wie Kiwi gemeint hatte. Aber Kolumbien ist so groß, die können wir nicht alle abchecken. Da gibt es auch so kleine, die übersiehst du einfach. Und oft heißen die Regionen nach den großen Städten, in denen sie liegen.
Also zum Beispiel steht denn dran Medellin, Medellin, Cali, Bogota. Ich weiß gar nicht, wie heißt die Region bei Bogota? Heißt Bogota. Und die hier heißt Sindini Makara, nicht? Das hatten wir letzten Mal. Und irgendwo da lag Sindini Makara drin. Aber die haben so komische Formen. Gerade hier oben. Und man sieht es halt auch so schlecht. Bolivar, Cordoba, Antigua. Ja, also meistens ist man irgendwo hier in diesem Fluss vielleicht. Aber wenn wir hier irgendwo drin sind, Buenos Aires, vielleicht war das der River, dann fahren wir gerade hier die ganze Zeit. Hier kommt halt gar nichts, nicht? Das könnte... Wir fahren ja eigentlich eine gerade Straße. Und hier ist zu bergig. Wir sind hier in einer ganz flachen Region, also können wir eigentlich nur wenn hier oben sein. Wir sehen ja nicht mehr irgendwo Berge im Hintergrund. Oder habe ich mich vorhin so verguckt und das war alles gar nicht Panama? Naja, das mit dem Tirol in Österreich und Italien macht ja Sinn, aber die haben ja auch eine Straßenverbindung. Die hier haben ja nur eine Stelle, wo sie aneinander ditchen, nicht? Und da ist halt Dschungel. Und die Regionen haben nichts damit zu tun. Ich meine, vielleicht sind wir wirklich... Weil hier ist halt keine Straße angezeichnet. Irgendwo hier drin. Curabadaro. Ist das nicht das, was dran stand? Curabadarado? Wenn hier noch irgendwas mit S ist. Sunacado oder sowas. Curalo. Caricas, aber die Namen wiederholen sich halt auch alle Nase lang, nicht wie Buena Vista. Vielleicht sind wir auch hier drin. Aber da wäre ein Flughafen gewesen. Und dann würde ich, glaube ich, auch Berge sehen. Also ich glaube nicht, dass wir in Panama jetzt sind. Das Problem ist, andere Hinweise zu finden, wo man ist. Ja, aber hier gibt es kein geteiltes Bundesland. Und selbst dann müssen wir ja herausfinden, wie es heißt. Das wissen wir ja nicht mal. Da gehen ja die Probleme los. Bis auf die Straße haben wir ja gar nichts. Und die Straße ist einfach in beide Richtungen elendig, elendig lang. Ohne irgendein Ergebnis zu liefern. Am Ende sind wir in Argentinien. So, 40 Minuten. Bei 45 Minuten drücke ich irgendwo. Dann ist es mir egal heute. Endlich mal wenigstens ein paar Einwohner. Bisschen Leben. Vielleicht irgendein Name, irgendein Schild, irgendwas. Natürlich ist es geblurrt, sodass man es lesen könnte. Entrada y Voluquetas. Wahrscheinlich heißt das bitte langsam fahren, Schule oder so. Hm.
Ein Bus, der uns entgegenkommt, wäre geil. Ein Flussname wäre auch schon gut, nicht? Der Flussname vorhin fehlte ja. Also wenn wir hier nochmal über den Fluss fahren und da steht ein Name dran, könnte das auch schon sehr, sehr viel helfen halt. Am besten wäre natürlich hier eine Autobahn. Weil ich glaube, wir sind so weit ab von Schuss, das hier ist schon eine echt gute Straße. Ich meine, ich kann mal an diesen Pfosten gucken, aber vorhin stand da nichts dran, was man lesen konnte. Die Frage ist, was bedeutet das? 106 65 05. Ist damit die Straße gemeint? Glaube ich nämlich nicht. Aber die kleinen Straßen haben keine Nummerierung. Und auf einer großen gelben würde ich uns jetzt nicht sehen. Und ich habe die auch noch nicht im dreistelligen Bereich gesehen. Und 65, 05. Aber Panama hat halt noch weniger Straßen, nicht? Also macht es noch weniger Sinn. Ich hätte fast gesagt, wir sind hier über sowas gerade gefahren. Hier oben lang. Und hier die Grenze überschritten. Also, ich bin fast der Meinung, wir haben eine Grenze irgendwie überschritten an der Stelle. Zumindest eine, die in irgendeiner Weise militärisch gehalten wird. Zu Venezuela. Kann sein, nicht, dass das panamesische Dings sind aber Venezuelas nicht drin. Es ist Ecuador nur drin oder Brasilien. Hier ist die Region Vichida. Und wir sind ja West-Ost drüber. Naja, aber es hilft ja nichts. Also, auf welcher Grundlage soll ich da gucken? Wir haben keine. Wir haben keinen Namen, wir haben keinen Ort, wir haben keine Straßennummer. Wir müssen erstmal irgendwo rankommen. Steht irgendwas am LKW, aber LKWs fahren auch über Grenzen. Da steht auch nichts weiter dran, außer Transport in Progress. Oh, 45. Wo soll ich hintippen? Ich tippe jetzt blind. Ich habe irgendwie, also wenn jetzt hier nicht gleich irgendwas kommt, die Straße ist einfach nur lang, da passiert nichts. Und da müssen wir jetzt unser Bestes draus machen, glaube ich. Wir werden irgendwo im Nirgendwo rumdümpeln und ich werde es nicht finden. Finca zu verkaufen, wow.
Man weiß zwar nicht, wo wir sind, nicht? Und wer fährt hier bitte vorbei im Nirgendwo? Es gibt nur eine Straße, Nord-Süd, da fahren doch die gleichen Leute ran. Wie wahrscheinlich ist es, dass er an einem Morgen sagt, oh, Svende, ja, heute kaufe ich's. Total schwachsinnig, oder? Er geht spazieren. Er sagt, wir sind nachher ganz woanders. Gibt es vielleicht eine Insel, die mal von Panama und von Kolumbien erobert wurde, wo beide drauf rumgemacht haben, wie Curaçao oder sowas? Oder eine der ABC-Inseln, aber gut, Wilhelmstedt oder so würde man erkennen. Da bin ich auch schon öfters drin gestartet. Ah, da stand was. Okay. Kontrollmilitar. Vial Lanzene Panton de Vargas. Okay, Vargas, das hatten wir aber. Vargas war ein Bezirk. Wo war er nur? Den habe ich doch eben gelesen, Vargas. Cordoba. Sucre. Das ist auch immer doof, dass diese Grenzen erst so spät Bolivar eingeblendet werden, wie die heißen. Wäre cool, wenn das irgendwie mal früher ist. Magdalena Atlantico. César. Boyaca, Santander. Man blendet es doch ein, die Scheiße. Wirklich, also Google macht es einem auch nicht leicht, Google zu mögen. Ach, leck mich, Google, wirklich. Boyaca, Arauca. Oder hatte ich das in Panama gelesen? Da. Meta, Guivare, Schwischida, Vargas. Oder ist Vargas eine Stadt? Vargas, Vargas, Vargas. Varuguas. Varuguas. Das habe ich, glaube ich, gelesen vorhin. Kann das sein? Aber Vargas sagt mir auch irgendwas. Colón. Vargas. Panama, Darien, Yala. Vargas. Was könnte mir Vargas noch sagen? Das ist mir sehr vage. Vargas. Vargas. Oh. Hm.
Dann kommen wir auf jeden Fall wieder an so eine Brücke. Dass das Google Auto da überhaupt langkommt. Ey, hier wimmelt's ja richtig von denen. Nationale Kontrolle. Nuestra Tierra, Municipio, Nuestra Responsabilidad, El Aracua. Was auch immer da steht. Okay, wir sind auf jeden Fall im militärischen Sperrgebiet gerade. Das hilft uns nicht weiter, oder? Ich fühle mich gerade, als ob ich in die falsche Richtung rausgefahren bin, als ob das komplett gleich aussah in beide Richtungen. Aber da kommt ein grünes Schild. Grünes Schild der Rettung. Mein Gott, komm. Venezuela. Cravo Norte. Okay. Das mit Venezuela war gar nicht so dumm. Habe ich hier von Vargas gelesen? Casanare. Aber wer weiß, wo wir hier rumdümpeln? Aracua. Aracua, da. Okay, wir fahren nach Südosten. Also sind wir irgendwo hier vielleicht. Das sind auch ein Aracua. Aracua. Mann, Alter, nennt doch eure Städte alle A einfach. Macht doch gar keinen Sinn, dass die überhaupt den gleichen Namen haben in derselben Region alle. Bei uns ist schon Frankfurt schwer zu unterscheiden. Frankfurt Main, Frankfurt Oder. Und wir kriegen das nicht hin. Wie soll man das hier mit 80 Dinger hinkriegen? Das Cavo Norte. Du Scheiße, wir sind hier auf der Kacke. Ja, super. Wir sind irgendwo hier mitten auf dieser Straße. Bis dann, Lytro. Ah, okay. Ich gehe einmal zum Punkt zurück, wo wir die Dorfnamen hatten. Okay, Aracua nach Nordosten. Aracuita. Wenn wir das noch sehen. Das könnte das Aracua sein. Saravena wäre vielleicht interessant. Saravena, da oben ist Saravena. Das liegt Richtung Westen. Norden, Osten, Süden, Westen. Das liegt auch Richtung Westen. Also sind wir irgendwo hier auf dem Stück. Wir sind hier irgendwie runtergefahren. Hier haben wir anscheinend die Straße nach da verpasst. Oder wir waren nicht da. Oder wir waren gerade da. Mit dem Militär. So, und wo ist jetzt der Startpunkt? Die Straße geht nach Nordwesten, nach Südwesten. So rum.
Und die hier geht einfach nur nach Nordosten. Also wir haben eine, die so geht. Das könnte also nicht die sein. Das kann nicht die sein. Das kann also die sein. Palma, nicht Panama, das könnte auch sein. Palmeiras. Ja, aber wo stehen wir hier? Da. Ich sag, wir stehen da, Bingo. Reicht. Fast geschafft. Aber ich habe jetzt keinen Nerv mehr gehabt, das einzugrenzen, weiter auf dieser Straße nochmal eine Abbiegung zu suchen. Ich meine, die Stelle ist relativ ähnlich. Von der Ausrichtung, ja gut. Hier hätte ich die Straße nochmal langfahren müssen, um zu sehen, dass sie gleich knickt, nicht wahr? Nicht knickt. Und hier hätte ich gucken müssen, dass sie stärker knickt. Ah, gut. Ist aber okay. Kann ich mit leben? Sonst hätte das jetzt noch eine Stunde gedauert, bis man das eingrenzt in der Kacke. Und man so scheiße vorbeikommt. Die 28 Punkte lasse ich gerne liegen, muss ich gestehen. Eine Rotzecke. Aber wir haben es fast geschafft. 29.972 ist fast 30.000. Und wir sehen uns zur nächsten Aufnahme wieder. Und dann läuft das vielleicht besser. Und wir ballern nicht 57 Minuten in Kolumbien. Also ich hatte überall mitgerechnet, dass wir viel Zeit verballern, aber nicht Kolumbien. Dominikanische Republik, Belgien, Luxemburg, Uruguay, alles um die 12 Minuten. Gut, Dominikanische Republik 32, aber das letzte war jetzt bodenlos. Bis dann.